Der FC Liverpool ist von den Wertungen her eines der besten Teams in FIFA 19. Sport 1 zeigt nun, wie man die Qualität durch individuelle Einstellungen noch weiter verbessern kann. Bildergalerie, das sind die größten E-Sports-Stadien der Welt. 10 Bildereinstellungen zum Team. Zuerst sollte dafür gesorgt werden, dass Firmino weiter nach vorne rücken kann, indem man sich für eine 4-3-3-Formation entscheidet. Besonders wichtig ist es, Pressing nach Ballverlust als Defensivstil zu verwenden, da Ballbesitz für diese Aufstellung elementar ist. Bildergalerie, Abschied vom FC Bayern, Frank Ribery im FIFA FUT Rückblick. 23 Bilder. Die defensive Breite sollte in den Teameinstellungen von 5 auf 6 Balken erhöht werden. Der Offensivstil des Teams darf allerdings bei ausgeglichen verbleiben. Auch die Balkenanzahl bei Spieler im Strafraum kann auf 6 Balken erhöht werden, um den Angriff und die Torgefahr zu stärken. Einstellungen zu den Spielern. Jordan Henderson sollte im Mittelfeld durch Jorginho Wijnaldum, den Rückspielhelden aus der realen Champions League gegen Barcelona, ausgetauscht werden. Aufgrund seiner hohen Arbeitsrate kann Firmino seine voreingestellten Spieleranweisungen behalten, da diese ihn am effektivsten arbeiten lassen. Auch Mané und Salah dürfen bei ihren Standardeinstellungen bleiben. Wijnaldum und Keita kommen am besten mit dem Spielstil ausgeglichen zur Geltung. Meistgelesene E-Sports-Artikel. Sports, FIFA 19, FIFA 19, deutscher Teenie holt Titel. Sports, Fortnite, Fortnite, Kane spielt mit Tochter. Sports, Landwirtschaftssimulatore. Sports, League of Legends. League, Start in den Spring Split 2019. E-Sports 1 ist ab sofort on air. Fabinho wird durch hinten bleiben und zentral orientieren zur wahren Maschine im Mittelfeld, während für die perfekte Abwehr beide Defensivspieler auf Mixed Attack gestellt sein sollten. Tipps zur Vorgehensweise: Während des Spiels sollte man sich hauptsächlich auf Salah und Mané fokussieren und es bei Ballbesitz ruhig etwas langsamer angehen lassen. Bei Angriffen über die Außen ist es angebracht, zunächst einmal nach innen zu kommen, um dann kurze Pässe zu Firmino zu spielen. Sollte Alexander-Arnold zu weit nach vorne gerne, kann er auf hinten bleiben, umgestellt werden, um eine bessere Leistung zu erzielen. Let's block it's why.